Alles klar, vielen Dank für die Kontaktaufnahme. Schön, dass es geklappt hat. Die Tür klingt irgendwie. Ich lasse sie noch. Nein, Herr Zoon, das war nur ein kleiner Spaß. Sie wissen ja, ich bin ja auch hier als Clown. Sie sind auch ein kleiner Theatraliker, das habe ich schon gemerkt im Gespräch. Aber ich sehe gute Chancen, dass wir sie da rausboxen können und dass ihr Kopf nicht bald über den Marktplatz rollt. Das wird schon funktionieren. Wäre auf jeden Fall ganz nett. Ja, genau. Sie wissen, wo Sie mich finden. Ich weiß, wo ich Sie finde. Und ich mache mich weiter daran, Ihre Verteidigung vorzubereiten. Und dann werden wir dieser Stadt endlich Gerechtigkeit einflößen. Hey, willkommen. Ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Minecraft Leben. Und heute ja, wie angekündigt, bis auf die kurze Auflösung am Anfang der Folge, dass ich nicht der Spielemeister bin und dass ich Kedos auch nicht umgebracht habe, wird es heute mal eine Folge sein, die nicht allzu viele Rollenspielelemente enthalten wird, was einfach daran liegt, dass das ja eher eine spontane Geschichte war, dass quasi das mit dem Spielmeister aufkam, dass ich da reingezogen wurde, dass sich mehrere andere Personen da quasi eingeklinkt haben und dabei dann dieses gewaltige und unglaublich spannende, für mich selber nach wie vor spannende Rollenspiel entstand. Was ist jetzt in der Kiste? Die war eben noch nicht da. Ein Buch. Schauen wir gleich mal rein. Ich habe auch noch ein zweites Buch. Ich wollte, wie gesagt, kurz sagen, dass ich unbedingt gucken muss, wie ich das mache mit den... Mit dem Roleplay. Weil ihr habt selber mitbekommen, dass das natürlich super aufwendig ist. Ich weiß es erstmal super zu schätzen, dass ihr diesen Aufwand zu schätzen wisst. Habt da natürlich aber trotzdem wahnsinnig viel Spaß dran und würde das natürlich auch gerne täglich beibehalten. Allerdings kann ich das, glaube ich, auf die Dauer so nicht, wenn da wirklich immer so viel passiert. Und ihr habt selber gemerkt, dass wir alle allmählich so ein bisschen den Überblick verlieren. Und das soll natürlich auch nicht passieren. Lange Rede, kurzer Sinn, worauf ich hinaus möchte, ist, dass ich das ganz gerne so probieren würde, dass ich entweder das in Zukunft so mache, dass ich nicht mehr täglich Leben bringe, sondern nur noch jeden zweiten Tag, oder wir uns alle, also ihr als Zuschauer und ich als der gute alte Herr Bergmann, wir uns damit irgendwie arrangieren können, dass ich eine Lebenfolge ganz normal mache, so wie jetzt hier eine, wo ich einfach euch ein bisschen die Fortschritte zeige und am nächsten Tag, wenn denn genügend Material da ist, dass wir uns wieder auf quasi ein Roleplay-Segment stürzen. Weil spätestens, wenn der Spielemeister jetzt aufgedeckt ist oder die Gerichtsverhandlung, die morgen im besten Fall dann kommt, vorbei ist, bin ich ja erstmal wieder offiziell ein freier Mann. Und dann würde ich eigentlich ganz gerne hier einmal aufräumen. Ich würde unglaublich gerne endlich mit dem Redaktionsgebäude anfangen. Ach genau, da kann ich euch direkt schon mal kurz wieder mit einbeziehen. Das habe ich nämlich so noch gar nicht. Hallo Rotpilz. Guten Tag, werter Herr. Ich bin nur auf der Durchreise. Vorsicht! Ein Pfeil! So. Vermutlich von einem Skelett. Nee, von dem guten alten, nicht kopflosen, sondern körperlosen Reiter. Wie sieht es mit Ihrer gesundheitlichen Verfassung aus? Es geht mir schon besser. Okay, lassen wir die kurz kämpfen. Wir haben, wie gesagt, auch ein paar neue Bücher bekommen, aber ich wollte gerade was anderes sagen. Ach genau, ich gehe einmal kurz hin und zwar Chaos. Ihr wisst, auch ich bin ein bisschen... überfordert von den Geschehnissen hier momentan. Hier, das gute alte Redaktionsgebäude. Was ich super, super schade finde, ist momentan die Tatsache, dass der kopflose Reiter einfach nicht von uns ablassen will. Du alter Schuft. Alles gut? Guten Tag. Du verlierst ein bisschen an deinem Mysterium, wenn du hier so vor mir stehen bleibst und nichts machst. Danke dir. Das From the Future Redaktionsgebäude. Ihr wisst, ich wollte hier mit der Zeitung anfangen. Das würde ich auch ganz gerne beibehalten. Jetzt sind wir natürlich so in diese blöden Geschichten reingerutscht mit Spielemeister und Birgi macht hier Stissel auf dem Server und all so. Und wir sind kurz davor, am Geigen zu hängen. Das ist natürlich alles so ein bisschen ein paar Sachen, die uns jetzt quasi einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Nichtsdestotrotz muss es natürlich mit der Zeitung weitergehen. Allein schon, weil einfach momentan hier wirklich viele, viele Fakten fehlen. Ich will nichts Böses. Z. Okay. Gut. Und weg ist er. Dementsprechend, worauf ich hinaus will, Streams. Ich kann zum Beispiel dieses Redaktionsgebäude und auch mein Haus aufräumen und sowas, das möchte ich eigentlich ungern innerhalb dieser Aufnahmen machen, weil ich sie eben für das Roleplay nutzen möchte. Und
Dementsprechend soll es Streams geben. Diese Streams habe ich in den letzten Tagen aber nicht gemacht. Es tut mir leid, dass es gerade so eine Laberfolge ist. Diese Streams habe ich aber in den letzten Tagen nicht gemacht, weil ich eben das Roleplay nicht zerstören möchte. Es war für mich irgendwie blöd zu sagen, ja komm, ich stream jetzt und baue... Sieht der irgendwie kleiner aus als sonst? Nee, das sah anders aus. Ich baue jetzt am Haus weiter und räume auf und fahre ein bisschen, wenn ich im Roleplay eigentlich gerade eingesperrt bin oder ins Exil gewandert bin oder. Und das war halt so ein bisschen problematisch. Dementsprechend bin ich froh, dass ich mich jetzt hier wieder auf freiem Fuße bewegen kann. Und wir offenbar einen kleinen Bodyguard haben. Für das Redaktionsgebäude. Ich weiß, der liebe Zorki hat einen sehr, sehr schönen Entwurf gemacht. Ich bin aber auch nach wie vor bitte offen für eure anderen Vorschläge. Also für Vorschläge von jemand anderem. Ihr seht ja hier ungefähr die Größe. Das soll nichts Großes sein. Wir haben unten noch den Keller zur Verfügung. Und da wären halt die Druckerpressen vielleicht ganz sinnvoll. Irgendwie so etwas. Und jetzt kommt gerade der liebe Boomstoggy. Da solltet ihr auch unbedingt einmal vorbeischauen. Denn das ist eigentlich auch etwas, was ich noch ansprechen wollte. Ihr seht es. Dieser liebe Herr Doggy wurde auf brutalste Art und Weise zusammengeschlagen. Das könnt ihr, wenn ihr bei Boomstoggy mal bitte vorbeischaut, dann könnt ihr da mal ja, sehen, dass er von der Mafia zusammengeschlagen wurde. Etwas, was dann natürlich auch nicht ungesühnt bleiben darf. Offenbar gibt es ja einen Neuankömmling in der Stadt. Was pöbelst du uns von der Seite an? Ich hab euch nicht erkannt. Das junge Gesocks hier, das die ganze Zeit auf meinem Grundstück irgendwelche Pferde paart und irgendwie mein ganzes Haus ist vollgeschissen. die machen da Orgien drin, das ist ganz komisch. Ist das hier ein neuer, oder? Das sind die beiden Neuen in der Stadt. Oh ja, okay. Ja, deswegen auch mein Willkommensgeschenk, ja, ein Schinken. Ich habe mir gedacht, dass Leute, die vom Bergwerk kommen, dass sie gerne Schinken mögen. Deswegen das stimmt, ich kann, ich kann dir auch gerne noch eine Kartoffel geben. Ui, guck mal, Kartoffeln mag ich wesentlich lieber. Da danke ich dir natürlich. Damit kriegst du von mir ein Stück Kohle, damit du dir nachher eine Fackel machen kannst, denn in der Dunkelheit hier wird es gerne mal gefährlich. Genau. Ja, also ich als Richter habe natürlich auch direkt meine Pflicht gesehen, den beiden Neulingen die Regeln der Stadt nahe zu bringen, damit sie auch hier keinen Unfug anstellen, ne? Ja, Unfug wird ja hier nicht so oft getrieben, also von daher ist ja eigentlich relativ... Nee, hier ist eigentlich alles ruhig. Genau. Im Leben, da gibt es eigentlich keinen Unfug. Das stimmt wohl, ja. Gut, dann will ich sie gar nicht weiter aufhalten. Ich glaube, wir dürfen uns ja alsbald treffen vermutlich. Wir wollten noch ein Interview führen für die From the Future Zeitung, oder? Das stimmt, klar. Natürlich, jetzt gibt es natürlich diese unangenehme Situation mit dem Gericht und meiner anstehenden Köpfung. Dementsprechend würde ich das vielleicht erstmal aus der Welt räumen wollen, bevor wir uns auf ein Interview führen. Machen Sie sich keine Sorgen. Das letzte Wort ist erst angesprochen, wenn die Judikative das entscheidet. Das ist doch mal ein Wort. Vielen Dank dann dafür und schönen Tag Ihnen noch. Ja, gleichfalls. Tschüss. Auf Wiedersehen. Wir sind dann mal wieder weg. Tschüss. Tschüss. Okay, das ist natürlich für uns super, dass wir offenbar schon mal, wobei ich möchte natürlich jetzt auch nicht zu viel versprechen, aber den Richter schon mal so wohlwollend auf der eigenen Seite oder zumindest neutral sprechen zu hören, bedeutet mir natürlich sehr, sehr viel. Wir schauen jetzt mal kurz noch in die beiden Bücher rein. Herr Bergmann, es ist nicht viel Zeit, es gibt etwas, das Sie über die Miliz wissen sollten. Der religiöse Glauben innerhalb der Reihen ist schlimmer als vermutet. Wer sich nicht dem Glauben fügt, wird umgebracht. Sie kennen sich vielleicht nicht aus, aber diese Spinner glauben, die Reinkarnation ihres Gottes in ihren Reihen zu wissen. Vor allem einer der Mitgründer ist sehr fanatisch orientiert. So, jetzt natürlich vielleicht ein kleines Rätsel. Was ist hier mit den Buchstaben? O-Saft? Nein, also um Gottes Willen. Es wird vermutlich einfach nur ein Fehler gewesen sein. Vielleicht war die Tinte da leider gerade alle. Na gut. Der Bürgermeister weiß davon, die Miliz ist grausam. Sie schrecken vor nichts zurück, sie kennen mich nicht. Trotzdem darf meine Tarnung nicht auffliegen. Ansonsten, sie haben die Stadt unter Kontrolle. Amino ist eine Lüge, ein Vorwand von der Miliz, um Krieg zu führen. Ein Komplize ist nicht das, was sie vermuten. Bald gibt es mehr Infos. Ghetto Blaster. Ist das jemand auf dem Server hier? Ehrlich gesagt noch nie gehört. Oder ist es ein Ghetto Blaster, der mit uns Kontakt aufgenommen hat? Und er pfeift die Musik von Run DMC. Man weiß es nicht. So, noch ein zweites Buch. Herr Bergmann, ich habe streng geheime Informationen für Sie. Bauen Sie bei Koordinaten den weißen Theorieblock ab. Natürlich. Dahinter befindet sich eine Tür. Sie kommen in einen leeren Raum. Dort befindet sich dahinter eine der Blöcke eine weitere Tür. In dieser finden Sie alles, was Sie brauchen. Warum ich nicht entdeckt werden möchte, weil ich sonst sterbe. Ein weißer Theorieblock. Mensch, an was mich das nur erinnert, liebe Freunde. Oh Gott! Nein!
Nein! Nee, wir machen das morgen. Wie gesagt, mir ist es wichtig, dass wir uns auch mal einen Tag Pause gönnen, um einfach auch mal so ein bisschen die Geschehnisse hier wirken zu lassen. Die Folge war dafür natürlich jetzt leider gänzlich unspektakulär. Ich hoffe aber, dass sowas für euch auch mal in Ordnung ist, wo es einfach mal so ein ganz kleines Update gibt. Und demnächst sollten diese Updates auch wieder visuell sichtbar sein, indem ich einfach in den Streams dann ein bisschen baue. Und an dem Haus habe ich ja eigentlich auch noch einiges vorgehabt. Und wenn dann irgendwann einmal alle Sachen abgeschlossen sind, die uns hier vorgeworfen werden, in die wir hineingezogen wurden, kann ich mich auch vielleicht endlich einmal darum kümmern, meine eigene Geschichte etwas voranzutreiben. Gut, okay, jetzt schauen wir mal kurz, wer hier gerade schon wieder sich Zutritt verschafft hat. Irgendjemand, ist ja egal, es ist ja einfach, ist auch ein bisschen so, weiß ich nicht, so das gute alte Jugendzentrum geworden eigentlich, glaube ich. Wo einfach jeder mal vorbeikommt, wie er lustig ist. So, wer ist da? Shiki Ferret, klar, natürlich. Laren, oder wie heißt er? Ja, irgendwie so. Ihr lieben Freunde, geht's euch gut? Es ist, klar, fühlt euch wie zu Hause hier. Ihr macht das schon. Ja, paart euch ruhig die Tiere. Also, ich fühle mich wie so ein alter Mann, der in so einem Brennviertel wohnt irgendwie. Und alle Jugendlichen, wie bei Harry Brown, ein fantastischer Film mit Michael Caine. Und alle irgendwie stehen hier und schikanieren mich und keine Ahnung was. Also ich gehe jetzt einfach ins Haus. Okay, Leute, das soll es heute gewesen sein. Ich hoffe, dass so eine Folge für euch auch mal in Ordnung ist und jetzt niemand enttäuscht ist. Ich denke mir, das ist eventuell trotzdem der bessere Weg, dass wir sagen, ein Tag eine normale Folge, ein Tag eine Roleplay-Folge, was heißt eine Roleplay-Folge? Eine Folge, wo halt nochmal irgendwie so ein größerer Zusammenschnitt kommt. Oder die Alternative ist eben, Leben nur alle zwei Tage, aber dafür macht mir Leben momentan auch einfach zu viel Spaß, als dass ich darauf verzichten würde wollen. Oh, wir haben tatsächlich, etwas bekommen. Kohle. Die sie wieder selber eingesammelt hat. Kohle. Kohle kann man immer gebrauchen. Kohle ist allgemein hier das wertvollste Gut auf diesem Server und mein wertvollstes Gut ist euer Spaß. Deswegen, wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich sehr. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Abend. Wir hören uns morgen wieder. Dann vermutlich etwas früher und vor allem mit dem vorläufigen Ende unseres aktuellen Falles des Spielemeisters. Ich weiß selber nicht, was morgen passieren wird. Ich weiß nur, dass ich im Gerichtsstand gezwungen sein werde, mich dazu zu äußern. Wir haben allerdings den großen Vorteil, dass nicht ich meine Unschuld beweisen muss, sondern ganz im Gegenteil die Miliz beweisen muss, warum ich denn schuldig sein soll. Leute, ich freue mich auf morgen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Bergmann.